Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es um langfristiges Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ich persönlich darf davon abweichen, einmal im Monat, wenn es um mein Depot-Update für das Depot Cashflow geht, indem ich versuche, möglichst viel Bargeld quasi aus dem Depot zu pressen, ohne das Depot kaputt zu machen, in Form von schlechten Aktien. Das heißt, ich möchte schon Aktien haben, deren Unternehmensgewinne langfristig steigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch einen ordentlichen Cashflow generieren, was wiederum nicht alleine durch Dividenden möglich ist, weil es eben keine Hochdividendenwerte sind. Weshalb ich dann auch noch in Aktienoptionen beschäftigt bin, beziehungsweise über Aktienoptionen Geld verdiene. Und da steigen wir mal ein mit einer Marktübersicht. Hier habe ich da den DAX angezeichnet. Auf TradingView.com ist das. Hier wäre dann der November. Und der November ist ungefähr ein Seitwärtsläufer gewesen im DAX. Das heißt, der DAX hat ungefähr einen halben Prozentpunkt zugelegt. Wir sehen aber hier eine Bewegung, die nicht selten ist. Nämlich erst ging es nach unten ungefähr 3,5% und dann kam die Aufholbewegung gut 4%. Das sind so diese Dreiecke, die ich hier immer wieder einzeichnen kann. Das heißt, die eine blaue Linie ist immer quasi der Monat, wie er letztendlich gelaufen ist. Und relativ oft sehen wir hier so Dreiecke. Das heißt, entweder ging es dann erstmal nach oben oder nach unten. Das ist in diesen Monaten der Fall. Oder es ging nach unten und dann wieder nach oben. Das war in diesen Monaten der Fall. Und das ist psychologisch ganz interessant, weil was uns hier hängen bleibt, ist, dass der Monat November zum Beispiel volatil war. Und dass wir dachten, dass ein Crash kommen kann, der jetzt erstmal abgewendet scheint. Und das bleibt uns im Kopf hängen. Aber letztendlich, wenn man guckt, wie dann der Monat gelaufen ist, dann sieht man im Prinzip, es war ein Seitwärtsläufer. Und wenn man schaut, wie oft es eben passiert, dass wir hier relativ starke Volatilität haben und dass wir am Ende dann aber, wenn man aufs Endergebnis des Monats sieht, dass es dann doch nicht unbedingt seitwärts kam, aber dass die Ausschläge dann letztendlich schwächer waren, dann sieht man eben einfach oder kann man sich vorstellen, dass es von Vorteil ist, wenn man sich da nicht kaputt macht und nicht die ganze Zeit hier die Kurse anschaut und sich von den Nachrichten nicht beunruhigen lässt, sondern einfach hier stur sein Ding durchzieht. Ich kann mir das nicht ganz erlauben, weil ich bin ja auch im Optionshandel tätig. Das heißt, und die Dinger laufen eben so kurzfristig, meistens 30 Tage. Das heißt, wenn da sowas so richtig runtercrasht, da bin ich direkt davon betroffen. Jemand, der einfach in Aktien investiert, langfristig, dem kann sowas zum Beispiel egal sein. Mir kann es nicht egal sein, denn ich muss dann eventuell rollen oder im Verlust zum Beispiel Optionen schließen, wenn ich jetzt hier Short Puts verkauft hätte. Jetzt machen wir erstmal mit der Marktübersicht weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den S&P 500. Das wäre der hier. Und der S&P 500, der hat zugelegt, so ungefähr 1,4%. Auch hier sehen wir entsprechend, erst ging es nach oben, dann ging es nach unten, dann ging es wieder relativ scharf nach oben. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch schnell den Nasdaq an. Der hat ähnlich wie der DAX eine Seitwärtsbewegung, allerdings ist er leicht gefallen, der Nasdaq. Auch hier stark nach oben, stark nach unten und dann wieder die Aufholbewegung. Dann geht es jetzt in unser Depot, Cashflow. Und da sehen wir jetzt, dass ich was verkauft habe, daher der realisierte Kursgewinn. Das gucken wir uns dann gleich an, was es war. Also knapp 2.500 Euro Kursgewinn erzielt. Insgesamt ist das Depot ein bisschen mehr wert geworden, ungefähr ein halbes Prozent, also ungefähr ein Prozent weniger gewonnen als der S&P, aber ungefähr beim DAX, bisschen über dem DAX und deutlich über dem Nasdaq. Wir gucken uns an, wie das zustande kam und dann habe ich ein bisschen Dividenden kassieren können, 660 Euro und Optionsprämien fast dreimal so viel, ungefähr 1.700 Euro. Insgesamt dann hier Cashflow durch Dividenden und Optionsprämien von knapp 2.400 Euro bzw. 1% des Marktwerts. Und wenn ich jetzt noch das hier dazu zählen würde, dann hätten wir ungefähr knapp 5.000 Euro bzw. 2% Marktwert an Cash quasi ausgezogen. Ist schon relativ ordentlich und das allein die 1% sind schon relativ ordentlich an Cashflow durch Dividenden und Optionsprämien. Ist ja nur ein Monat.
Würden wir das mal 12 nehmen, hätten wir quasi 12%. Und das bei Aktien, die keine Hochdividendenwerte sind, das, wie gesagt, halte ich schon für ganz okay. Gucken wir uns mal an, woher die Gewinne und Verluste stammen. Wir haben hier, also die deutschen bzw. europäischen Aktien sind relativ schlecht gelaufen, obwohl der DAX ja leicht gestiegen ist. Also SAP hat verloren, BASF hat verloren, hier unser Däne Novozymes hat verloren und Fresenius hat relativ stark verloren in dem letzten Monat. Auch TJX hat verloren als Amerikaner, allerdings kommen die von relativ weit oben, also die haben sich gut entwickelt in den letzten Monaten. Und dann natürlich noch Facebook als Tech-Wert, der momentan hart zu kämpfen hat. Ist mir mal eingebucht worden, diese 100 Stück. Habe ich hier aber gleich Covered Calls draufgeschrieben, glaube ich. Müssten Covered Calls gewesen sein, das sehen wir auch gleich im Detail. Sodass hier wenigstens ein bisschen was rumkommt noch an Bargeld. Bei den Gewinnern, vor allem jetzt die Chinesen hier, Tencent und Alibaba, die lange Zeit zu den Verlierern gezählt haben. Da wird es jetzt interessant sein, nachdem der Handelskrieg auf Eis gelegt wurde, ob wir hier jetzt eine richtige Rallye erleben werden. Ich würde es mir wünschen, halte es auch für durchaus realistisch. Auch Microsoft hat sich schon entwickelt, Starbucks. Also gibt auch hier Grund zur Freude, 3M ebenfalls. Wenn wir uns dann, oder gucken wir, bleiben wir mal hier. Wenn wir gucken hier, die Dividenden, die reingeflossen sind, sieht man natürlich hier als Amerikaner, weil die Europäer, die schütten ja, wenn es die Deutschen sind, nur im Frühjahr aus. Beziehungsweise hier die Dänen, glaube ich, zweimal im Monat. Also Novo Nordisk wäre das dann. Wo sind sie? Ne, Novozymes. Novozymes hier ist drin. Novo Nordisk habe ich auch, aber nicht in dem Teil des Depots. Also Novozymes kann, glaube ich, zweimal ausschütten. Dann haben wir hier die Optionsprämien, die ich kassieren konnte. Und da bleibe ich meinem Schema treu. Das heißt, Short Puts verkaufe ich, also im Sinne von Versicherungen, dass ich sage, ich bin bereit, Aktien zu kaufen für einen gewissen Preis, kriege dafür Geld für diese Option. Mache ich gerne auf Indizes, das heißt hier auf dem Nasdaq, das ist ein ETF auf dem Nasdaq. Sobald der Nasdaq angefangen hat zu schwächeln, habe ich dann angefangen, relativ moderat, das heißt 2 oder 3 Kontrakte zu verkaufen und habe die dann jedes Mal ein paar Tage später wieder einsammeln können. Im Gewinn und ansonsten Short Puts noch auf starke Aktien, das heißt Aktien, die insgesamt gut laufen, da verkaufe ich dann auch Short Puts, wenn es allgemeine Marktschwäche gibt. Wir haben zum Beispiel SAP, Tesla, das wären die und dann CVS versuche ich mir zurückzuholen, die ist mir mal weggecallt worden und die versuche ich mir zurückzuholen, schon mehrfach, kriege dann immer wieder ein kleines Geld dafür. Und da muss man mal gucken, entweder die rennen mir weg, das heißt deutlich über 80 US-Dollar, oder ich habe sie irgendwann wieder. Wenn sie mir wegrennen, lege ich das Geld anderweitig an. Hier jetzt noch die ganzen Optionen einzeln. Und da sehen wir hier die Covered Calls und dann die Puts. Ich mache nur Covered Calls, also Calls auf Aktien, die ich habe. Sehen wir hier Facebook, Mondelez und Tesla, also ich habe tatsächlich Tesla, allerdings nicht in diesem Depot, sondern im anderen von mir. Die habe ich hier gekauft, nachdem die letzten Quartalsergebnisse rausgekommen sind. Die fand ich sehr, sehr gut und da habe ich mir die Aktie gleich ins Depot gelegt, also 100 Stück. Und dann, damit ich dann quasi einen Dividendenersatz habe, habe ich dann gleich Covered Calls draufgeschrieben. Und Puts schreibe ich ebenfalls drauf. Sieht man jetzt dann hier unten, Tesla habe ich auch Puts draufgeschrieben und auch ein bisschen Prämie bekommen für. Hier sehen wir, dass ich dreimal quasi Optionen verkauft habe. Hier 2 Kontrakte, 3 Kontrakte, 2 Kontrakte auf den Nasdaq. Das heißt, es ging ja relativ ruppig zu im November und da habe ich dann immer wieder ein bisschen was verkauft und ist immer wieder ein bisschen was hängen geblieben. Das ist schon ganz nett. Einmal habe ich Verlust gemacht mit einer Option, das BASF. Da habe ich die Option zum gleichen Preis am allerletzten Tag zugekauft, wie ich sie gekauft hatte. Verkauft hatte, so rum, habe da 3,20 Euro Verlust gemacht. Das waren zweimal quasi die Gebühr, die ich bezahlen musste für Verkauf und Kauf, beziehungsweise Rückkauf der Option. Das wären jetzt also die Optionen. Kannst du dann alles im Detail nochmal nachschauen, wenn sie das interessiert. Und dann wollte ich gerade nochmal hier mein Depot an sich zeigen. Das ist jetzt mein Depot im Aktienfinder mit dem persönlichen Ranking, das für mich hier im Cashflow-Depot relevant ist.
Also das ist hier mein Ranking und da spielen Dividenden übrigens keine Rolle, weil muss ja keine Dividendenaktie sein, die ich hier drin habe, zum Beispiel Facebook und Alibaba. Die zahlen ja beispielsweise keine Dividende aus, aber über die kriege ich meinen Cashflow eben über Aktienoptionen, indem ich beispielsweise Puts verkaufe. Was halt nicht passieren darf, das ist, dass eine Aktie zu weit in die Verlustzone kommt. Facebook war mal relativ weit unten, jetzt haben sie sich wieder etwas erholt. Wenn die zu tief gefallen sind, dann wird es schwer, Covered Calls noch zu verkaufen mit einem Strike, der, falls ich ausgeübt würde, nicht dazu führt, dass ich tatsächlich einen Verlust realisiere. Das muss man sich dann jedes Mal gut überlegen, ob man sowas machen will. Ausschließen würde ich es nicht. Wir sehen hier wird ja das Ranking schlechter. Emerson Electric ist dann noch eine Restposition, die ich habe. Hatte ich mal mehrere Stück, sind mal einige weggecallt worden. Das war auch okay so. BASF habe ich mich lange geziert zu verkaufen, weil ich relativ hohe Kursgewinne hatte und keine Steuern bezahlen wollte auf den Kursgewinn. War im Nachhinein ein Fehler. Jetzt sind die so weit unten, dass ich warte, bis der Zykliker wieder nach oben kommt. Und dann werde ich sie irgendwann mal verkaufen. Unilever erlaube ich mir zu behalten. Ein Nahrungsmittelkonzern im Depot darf sein und ist mein Lieblingsnahrungsmittelkonzern, weil der organisches, relativ gesundes Wachstum hat und auch in den Schwellenländern gut vertreten ist. Die anderen Aktien sind soweit vom Ranking ganz okay und da muss man jetzt erstmal nichts machen. Ich beobachte noch Fuchs Petrolub, wie die sich entwickeln. Ist ja nur eine kleine Position, ob ich die eventuell dann auch über Covered Calls verkaufen soll. Bin ich mir noch nicht so sicher, müsste ich erstmal nochmal im Detail angucken. Macht aber den Bock nicht fett. Wie gesagt, ist eine relativ kleine Position. So, ich habe jetzt gesagt, was ich sagen wollte. Das war meine Übersicht, was im November so ungefähr passiert ist, was mir im Kopf so rumging und wie meine Strategie so ungefähr ist. Im Schnelldurchlauf nochmal für Optionen und wie mein Depot so ungefähr aussieht mit meinem persönlichen Ranking. Dann hoffe ich, dass es interessant war. Und wenn es interessant war, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann bedanke ich mich zum Zuschauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ende.